Leute, ich lese gerade die neuen Kommentare unter unseren Videos. Alle Leute hassen uns. Die schreiben nur, dass wir nicht lustig sind. Was? Leute, alle hassen uns in den Kommentaren. Das ist jetzt wirklich ernst. Wir brauchen eure Hilfe. Dann sagt halt nichts. Hey ihr da draußen! Wir bekommen ja von euch überwiegend positives Feedback und unter unseren Videos stehen auch meistens eigentlich nur gute Kommentare, aber es gibt da so bestimmte Kommentare, die nennt man Hate-Kommentare von sogenannten Hatern und wir haben heute mal gedacht, wir suchen uns ein paar davon raus und lesen euch die vor. Wir haben auch genug davon, also... Ja, wir haben eigentlich festgestellt, dass wir gar nicht so viel positives Feedback bekommen. Wie kann man so etwas lustig finden? Und darunter antwortet er noch, von Space Fox klauen kann jeder. Also vorab, ich bin Steve von den Space Fox. Yeah! Steigt bei Mediakraft aus und macht euer eigenes Ding. Könnt bestimmt weitaus qualitativere Videos drehen. Ihr könnt ja mal die Leute bei Mediakraft fragen, was haltet ihr davon? Sollen wir hier bei euch austreten? Die Videos sind scheiße, geht euch umbringen. Ich hab ja so ein paar Kommentare rausgesucht, also das war jemand, der wollte irgendwie nicht nur einen Kommentar schreiben. Der hat uns lieb. Der dachte halt so, ich schreib mal direkt mal sechs. Wie der Fabian schon aussieht, will doch keiner sehen. Ihr Schwuchteln, alle Videos sind scheiße. Das sind alles nur dumme Kinder. Fabian ist ein dummes Loserkind. Alter, sind ihr scheiße. Alter, sind ihr scheiße ist, glaube ich, das auch das, was uns am besten beschreibt. Wir bringen jetzt demnächst Merchandise raus mit der schönen Aufschrift Alter, sind ihr scheiße. Right. So, den Kommentar, den kann ich nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. So, ihr seid scheiße, nur diesen Kriegers oder so mag ich. Schade, dass ich Steve von den Space Fox bin. Ey, ihr kleinen Kiddies, geht mal bitte in die Schule und lernt was. Euren Scheiß kann sich echt keiner geben. Ich glaube, der Kommentar, der geht auch an mich. Der ist mega eklig, schielt der. So, der nächste Kommentar. Der eine von denen hat voll die Hackfresse. Sehe ich etwa so aus als Vegetarier, als hätte ich Fleisch im Gesicht? Wie sollen mir 12-jährige Versager was über YouTube erklären? Ich muss ihm zustimmen, aber gut ist ja auch eigentlich, dass wir 15 und 16 und 14 sind. Ja, echt. Obwohl, das ist wenn man das alles zusammen addiert und das dann durch 3 teilt, mal 7 nimmt und dann nochmal durch 5, kommt man auf 12. Wenn das jetzt stimmt. Diese drei kleinen Kids sind mega unlustig. Wir haben ja niemals behauptet, dass wir lustig sind. Wir nehmen uns auch selbst nicht als lustig wahr. Von daher können wir dem Kommentar auch eigentlich nur zustimmen. So, jetzt ein Kommentar, der spiegelt auch so meine Meinung so ein bisschen wider. Ja, der nämlich, ich stimme dazu. Oder? Halt dein, I'm sorry, aber Tobi nervt einfach nur auf dem Kanal. Ja. Tobi, du hast jetzt die weißt Möglichkeit. Du hast grade, jetzt die Möglichkeit. Ich hab gerade was. Guck mal, hier steht, Tobi ist geil. Nein, den, da gibt's. Da, der, so den. Du kannst jetzt natürlich jetzt diesen Kanal verlassen. Du hast jetzt die Möglichkeit, jetzt die Chance was zu gehen. Was krieg ich als Entschädigung? Ein Becher Joghurt. Genau. Okay, wieder ein psychisch kranker Jugendlicher, der denkt, er wäre Veganer, nur weil er zu viel Unge geschaut hat. Ah, alles klar. Das lassen wir so stehen. Ich würde euch ins Gesicht treten. Was? Junge, ihr wollt nur Geld. Junge, ihr wollt nur Geld. Ja. Also ich glaube, das war auch der Grund, warum wir angefangen haben mit YouTube, oder? Ja. Das finde ich, das stimmt auch wieder. Was hat denn die blauhaarige Lesbe für eine komische Stimme? Wir machen weiter, Ich finde den Großen doof, aber die zwei Kleinen sind süß. So, jetzt ist auch wieder der Moment gekommen, wenn Tobi diesen Tisch hier verlassen kann. Schneidet eigentlich eure Mutter eure Videos?
Weil der so aussieht, als könntet ihr noch in den Kindergarten gehen. Kindergarten war echt eine geile Zeit. Sagen, oder? Ja, Kindergarten war echt eine geile Zeit. Wir gehen in den Kindergarten. Ja. Und seine Mutter so schneidet geil, die Videos. Meine Mutter schneidet immer auf dem Weg zum Kindergarten, wenn ihr uns da abhält. So während des Autofahrens. Mit dem Handy, deswegen sind wir auch nicht gut. Genau. Lochis und ihr, das unlustige Doppelpack. Da gehen Grüße raus an die Lochis. Und da kommt Moin, übrigens, Jungs. Könnt ihr jetzt schon mal auf Amazon vorbestellen. Ist ein neues Album, kommt genau. Diesen Sommer. Das heißt nämlich Lochis und ihr mit dem Titel Das unlustige Doppelpack. Die Amis. Amigos, könnt ihr vergessen, waren gestern. Heute ist Lochis und ihr das unlustige Doppelpack. Wenn ihr auch so der gleichen Meinung seid und denkt irgendwie, ihr würdet uns gerne mal ins Gesicht treten, dann schreibt gerne mal irgendwie einen Beschwerdebrief, gerne könnt ihr auch per E-Mail was schreiben. Genau, und diese Briefe werden wir genau hier öffnen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder nächsten Dienstag. Ciao. Dann lasst uns halt in Ruhe. Ich bin umgeknickt.